Heute, was geht ab, Leute? Hung hier. Mit paar, ja, nicht Neuigkeiten, aber was krasses. Und zwar wurde gestern Abend von, also alle sagen, der ist Charles, aber eigentlich schreibt man ihn Ralles. Aber wir nennen ihn auch mal Charles. Krasser Data Miner, der immer die Sachen entdeckt, hat gestern Abend einen Stream gehabt und da die ganzen Shinies gezeigt. Von Gen 1 und Gen 2. Anscheinend jetzt im Code. Im Spiel und mal schauen, Montag kommt ja Celebi und da endet auch das Tausch-Event, das momentan noch läuft. Sprich, eigentlich Zeit für ein neues Event sogar. Und ihr wisst, wenn neue Sachen kommen, dann werden sie ein, zwei Tage davor immer entdeckt und dann sind sie eigentlich auch direkt am Start. Deswegen kann man eigentlich ziemlich aufgeregt sein, gespannt sein, was Montag alles passieren wird. Weil wenn das alles jetzt entdeckt wird, ist die Chance sehr hoch, dass am Montag alles kommt. Aber wir schauen uns mal heute die Shinies an, die entdeckt wurden. Weil die sehen eigentlich ziemlich geil aus. Und ich zum Beispiel kenne kein einziges von denen. Da haben wir zum Beispiel Kogason in Blau. Gefällt mir sehr gut. Also ich hasse die rosanen und goldenen Shinies, die eigentlich eher pissgelb sind. Fiekel. Okay. Sieht ein bisschen atomverseucht aus. Sieht aus, als wäre er ein bisschen schlecht. Der sieht in Gold gar nicht so schlecht aus. Ich habe gerade gesagt, die Goldenen gefallen mir nicht so, aber der sieht gar nicht so schlecht aus. Makago. Oh. Okay. Ja, viele Rosane gibt es auch. Rosa gefällt mir jetzt nicht so, aber der sieht okay aus. Schneckma. Grau. Nice. Rosa Ring. Der sieht so richtig atomverseucht aus. So im Wald, irgendwo in Tschernobyl, ist er aufgewachsen. Genauso wie Teddy Ursa. Ah, der sieht okay aus. Das ist nicht so atomgrün. Sneebel, pink. Goldene Federn, okay. Skagaborn, auch pink. Ii. Um ehrlich zu sein, der sieht ziemlich eklig aus. Portrott. Sowas gefällt mir. Wo einfach nur ein bestimmter Teil einfach eine komplett andere Farbe hat. Also anstatt rot. Blauer Panzer, sowas finde ich geil. Sharebox, auch Giftgrün, so genau wie Ursaring, Tschernobyl-Wald. Über Tschernobyl sollte man vielleicht keine Witze machen, aber ihr wisst, was ich meine. Wie heißt der? Balderfisch, Pink. Skorgler, okay. Dumise, naja. Ja. Iiii, Postelka. Das soll wahrscheinlich auch dieses Gold sein. Ja, bei ihm steht es nicht so gut. Kaifer hat es echt gut gestanden, aber ihm überhaupt nicht. Tanzer, okay, ja. Gigafarik, okay. Sieht okay aus. Wohin genau? Ja, das, den kennen wir doch. Traumfugel. Ja. Lashoking, okay. Anstatt dem Rot hier oben bei seinem Fargo-Ding. Blau, okay. Wie gesagt, sowas gefällt mir. Morlord, ja, so wie wohin genau. Ja. Yanma, blau. Sieht auch gut aus. Sonnenfloger, ich weiß nicht mal, wie das normale Sonnenfloger aussieht. Sonnenkern, ein bisschen dunkler. Solarium. Griffel, ja, pink-mäßig. Papunga auch pink-mäßig, ja. Hubbelhof, oh mein Gott, viel zu pink. Und Hauptspross, richtig grün. Oh! Quaxo, der sieht ganz cool aus, blau, anstatt, ah, ich hab's gesehen, also Quaxo ist ja grün und Quapo ist blau und Shiny ist Quapo blau, ne, grün und Quaxo blau, ah, ich gesehen, ja, Muggelbaum, rote Beeren, okay, andere Früchte hat er am Start, Azurill Gold, der sieht auch geil aus, Gold, also sehr wenige sehen Gold geil aus, aber der sieht echt gut aus, aber das liegt auch daran, dass er nicht komplett Gold ist, sondern noch diese weißen Flecken hat. Das gibt einen guten Kontrast. Es gibt ein paar, die sind einfach komplett alles Gold. Wenn zum Beispiel das Weiße jetzt auch Gold wäre und die Ohren, die sind ja gefüllt mit Rosa, wenn das auch Gold wäre, dann würde es echt schlecht aussehen. So, meine künstlerische Seite merkt diesen Kontrast. Atomverseuchtes Merrill. Lubella. Pink, Lila, wie man es nimmt. Zato, ich sehe keinen Unterschied, um ehrlich zu sein, ein bisschen heller.
bisschen gebleicht. Genau wie bei Nato. Lanto und ich sehe ungelogen auch keinen Unterschied. Er ist halt anstatt blau, ist er leicht lila. Ja, Lampi halt ein bisschen dunkler. X-Bad rosa. Oh. Ehrlich gesagt ist das ziemlich stylisch. Der sieht gar nicht schlecht aus, rosa. Also sieht wahrscheinlich auch wieder am Kontrast mit den gelben Flügeln. Weil wäre das auch komplett rosa? Gefällt mir. Relaxo. Oh. Relaxo. Einfach ein bisschen dunkler. Ja, mit dem Fell hätte man viel machen können. Sieht gut aus, aber man merkt halt keinen großen Unterschied. Porygon. Ja. Ist okay. Ditto, wow. Ditto sieht geil aus. Das gefällt mir. Kauros. Direkt aus dem Atomkraftwerk. Pinsir. Das haben mir schon ein paar Leute gezeigt. Der sieht auch gut aus. Wie gesagt, vor allem der Kontrast mit den Hörnern. Weil wären die Hörner auch lila, dann wird es so schlecht aussehen. So wie hier zum Beispiel. Das sieht schlecht aus, weil der Kontrast nicht stark genug ist. Die hätten zum Beispiel die Flamme anders machen können und dann hier oben und so. Aber dass das eine rot und das andere hellrot ist, da ist der Kontrast nicht stark genug. Das sieht einfach schlecht aus, aber Magma kennen wir ja schon. Electek, okay. Wie gesagt, zum Beispiel wenn das nicht schwarz wäre, sondern auch eine ähnliche Farbe wie das andere, dann wäre der Kontrast nicht stark genug. Wie zum Beispiel jetzt bei Magma Garden. Rosana, einfach gebleicht. Sichlor. Ja, die Haut ist anders, oder? Diese drei Stellen, wo sein Körper frei ist, ohne Panzer. Pantimos, grün, okay. Boah. Starmie sieht geil aus. Alter, Starmie sieht richtig geil aus. Ja, Sterndu sieht auch gut aus. Auch wieder direkt aus dem atomverseuchten Meer. Aber sieht gut aus. Das Gold sieht geil aus. Das Gold. Ja. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe ungelogen keinen Unterschied. Seemon, okay. Der sieht auch cool aus. Nicht schlecht. Hier sieht man wieder den Kontrast. Zwei verschiedene Farben. Das macht es so viel besser. Sepa, okay. Ah, Sepa sieht gut aus. Kangama. Ja, auch direkt atomverseucht. Das ist Shiny Tangela. Also ich sehe da wirklich, wirklich, wirklich keinen Unterschied. Shiny Chanera, okay, grün, grünlich. Ja, Atom wieder mal am Spiel. Goldenes Rizeros. Aber helles Gold. Dunkles. Ja, das ist schon Bronze eher. Bronze Rihorn. Das sieht gar nicht so schlecht aus, Bronze. Oida. Smogmog sieht auch gut aus. Selbe Farbe wie Shuppet. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ja, der gefällt mir auch. Goldenes Schlürp. Das passt irgendwie zu ihm. Das passt echt zu ihm. Schlürp golden. Nocturne. Atomverseucht. Knogger. Auch. Ich habe das Gefühl, sie hätten die Maske einfach nur ändern sollen. Die Maske und den Knochen und den Körper gleich lassen. Dann wäre es wahrscheinlich besser. Kickly. Alles klar. Kokobai Gold. Ja. 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 Goldene Eier. Das ist cool. Overall Gold. Das sieht geil aus. Voltoball. Irgendwie habe ich es mit dem Blau. Das Blau sieht immer gut aus irgendwie. Blauer Voltoball. Ja, das sieht echt gut aus, Mann. Blau. Kingler, bisschen atomverseuchtes Meer. Krabi sieht okay aus. Hypno. Pink, ja, ja. Ja. Onix, Giftgrün. Slimog, nee. Slimog sieht jetzt aus wie Alola Slimog. Alola Slimer. Ja. Der sieht jetzt. Ist es Alola Slimer oder ist es Slimer? Shiny. Dugong. Sieht aus wie aus dem verschmutzten Meer. Bisschen Öl ausgeschüttet. Jetzt ist ein schönes weißes Fell, Pelz. Verdreckt. Shiny Dodrio auch bisschen
Giftgrün verseucht. Ja, dieses Verseuchte taugt mir gar nicht. Pogenta, okay. Pogenta sieht aus, als wäre er ein bisschen braun gebackt. Bereit zum Essen. Magnetthorn. Einfach nur grau. Die Magneten haben auch keine Farbe mehr. Ah, das finde ich schwach. Das finde ich nicht gut. Lamos, Die Farbe gefällt mir von Lamos, aber von der Muschel hinten nicht. Da fleckt man und ich sehe keinen Unterschied. Vielleicht grauer, heller. Oh, Galoppa in Grau. Graue Flammen. Oder silberne Flammen, wie man es nimmt. Ja, das sieht schon gut aus. Das sieht echt gut aus. Aber das sieht noch viel besser aus. Alter, Blau sieht echt immer gut aus bei Shinies. Das sieht aus wie diese richtig krassen Flammen. Inferno-Flammen aus der Unterwelt. Ja, das sieht echt geil aus. Goldener Geowatz, okay. Omod. Alter, ich sag's ja, Blau sieht immer gut aus irgendwie. Ariados. Alles ist, das ist gut gemacht. Devolk, naja. Legibar oder Legian, Gold. Goldener Marienkäfer passt ja. Hutut, Noctu. Kennt man ja aus dem Anime, hat Ash. Das ist Shiny Noctu. Goldenes Hutut sieht bei weitem besser aus als Noctu. Senior. Visor sieht auch nicht schlecht aus. Impagator. Türkis. Ja. Sieht schon okay aus. Das sind die nächsten Seedays übrigens. Können wir schon mal abchecken. Simsala. Das ist gut. Er ist nicht einfach komplett rosa, sondern nur diese Brustpanzerteile. Finde ich gut. Ja, Kadabra, naja. Abra. Kapo, wie gesagt, grün. Akani, Gold, ja. Mankey. Oh, Gazaf haben wir gar nicht gesehen. Enteron, dunkelblau. Sieht auch gut aus, finde ich. Enteron, blau. Stubilicat, ich sehe keinen Unterschied. Mauzi, ich sehe keinen Unterschied. Digdrin nur die Nase. Ja, finde ich cool sowas. Man muss es auch nicht immer übertreiben. Omod sieht gut aus. Blutzug. Wow, das gefällt mir. Einfach nur die Augen blau. Das sieht richtig gut aus. Parasect Gold. Paras. Boah, richtig, richtig orange. Diflor. Ja, okay. Duflor. Ja, sieht ein bisschen aus wie Shiny dieser Flor. Und Megaplar, komplett grün. Golbat, Giftgrün, Zubadau, ja. Knuddelhoff, einfach grüne Augen jetzt. Hummelhoff auch grüne Augen, finde ich cool. Silbervolnona. Ja, der hat schon Style. Der hat schon Style, kann man schon sagen. Goldenes Vulpix. Pixie, einfach nur die Spitzen, andere Farbe. Da hätten sie, glaube ich, auch diese Flügel färben können. Aber ja, okay. Boah! Nidoking sieht geil aus. Und schon wieder muss ich sagen, das Blau steht denen immer. Blaue Shiny Formen haben irgendwie so einen Style. Das sieht, finde ich, meiner Meinung nach so gut aus. Aber Shiny Nidoking sieht echt gut aus. Shiny Nidoking zum Beispiel gar nicht. Ist einfach so atomverseucht wieder. Goldenes Arbok. Ja. Atomverseuchtes Ibitak. Radfratz. Goldenes Taubos. Ja. Ja, Bibor, naja. Kuna, ja. Smetbo. Ja, gefällt mir nicht. Sie hätten den Körper lassen sollen und die Flügel färben. Das wäre geil gewesen. Ihr wisst ja, Schmetterlinge, bunte Flügel. Das hätten sie machen sollen. Aber ich weiß, eine Ente kann das nicht bestimmen, sondern die Spiele haben ja schon die Shiny-Formen. Und das wird einfach übernommen, aber ihr wisst, was ich meine. Das direkt Nintendo das hätte anders machen sollen. Goldenes Rocky war okay. Waldorfisch Rosa gar nicht. Stardust Gold, da, so sieht er aus. Und einen neuen haben wir am Start. Gorbis. Weiß gerade den deutschen Namen nicht. Aber ihn und Kecleon
Ja, genau, da ist er. Kecleon. Sind auch da drin jetzt. Shiny Hytera, bisschen hell, aber kein großer Unterschied. Shiny Miltank, ich sag doch, das Blau sieht immer gut aus. Magby Kenma, Godzilla, kein Unterschied. Capoeira, okay. Rabaut sieht cool aus, muss ich sagen. Farbigel, auch im Start. Okay. Es gibt nicht mal ein normales Farbigel, aber da ist schon Shiny drin. Damiaplex, direkt aus dem atomverseuchten Wald. Porygon 2, Blau sieht gut aus. Pumpy, bisschen heller. Zedra King, muss ich sagen, dem steht das Lila. Steht nicht vielen Pokémon, aber ihm steht's. Panzergon. Viel zu dunkel, viel zu trüb. Mantax dunkelblau. Ihr wisst, blau sieht irgendwie immer gut aus. Botogel, dem steht das Lila auch. Gefällt mir. Goldenes Octillery, ja. Pinkes Remoraid oder Lila. Und Relaxo mit dem Fell. Aber haben wir den nicht schon gehabt? Ja, das war's von den ganzen Shinies. Das waren, glaube ich, eigentlich alle, die noch gefehlt haben. Ein paar sehen echt gut aus. Ein paar gefallen mir richtig gut. Schreibt in die Kommentare, welche Shinies euch am besten gefallen. Und ansonsten, genießt den Tag noch. Es sind momentan echt gute Raids am Start. Holt euch ein paar Regigox. Holt euch ein paar Tangela, Alola Raichu, Alola Knogger. Und dies, das. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Wies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.